Herzlich willkommen, Sonntag 18.18 Uhr. Das Geile ist jetzt kann ich das immer erzählen, weil hier siehst du natürlich nicht, was vor Wochentagen ist. Zum ersten Mal aus dem Darkroom. Ihr könnt das leider zu Hause nicht sehen, aber ich sitze hier zwischen ganz vielen Pappkartons wegen dem Schall. Und meine zwei Freaks, die sitzen hinter ihrer neuen Kamera und freuen sich wie zwei Schneekönige. Worüber wollen wir heute reden? Wir reden heute über das Thema Tilgung. Ich habe ein paar Punkte für euch vorbereitet zum Thema Immobilieninvestment, Finanzierung und Tilgung. Was sind die Punkte? Punkt Nummer 1 natürlich, was ist überhaupt Tilgung? Wie funktioniert es? Warum gibt es das? Und was bedeutet es überhaupt sozusagen? Wie viel solltest du denn tilgen bei deiner Immobilie? Was ist ein Satz, den ich dir empfehlen kann und warum? Und gibt es vielleicht Unterschiede zwischen eigengenutzten Wohneinheiten oder fremdgenutzten Einheiten? Das werdet ihr heute im Video sehen. Und zu guter Letzt das Thema Sondertilgung. Wann macht eine Sondertilgung Sinn und welchen Einfluss hat das auf den Rest deiner Finanzierung, also auf die weitere Laufzeit? In diesem Sinne, herzlich willkommen beim neuen Video. Vorab schon mal, wenn euch das Video gefallen hat am Schluss, hier unten natürlich immer schön abonnieren, liken und kommentieren. Ich freue mich, wenn ihr euch untereinander austauscht. Und wir starten jetzt direkt mit dem Thema Tilgung. Was ist es überhaupt und warum gibt es das Ganze? Also, wir machen ein Beispiel. Du willst eine Immobilie finanzieren, gehst damit zur Bank und hast jetzt zum Beispiel den Wunsch, dein Einfamilienhaus zu kaufen und anstatt weiter Miete zu zahlen, in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Jetzt sagst du zu deiner Bank, hier, die Hütte kostet mich 500.000, 50.000 Euro, die würde ich direkt mitbringen und 450.000 Euro, die hätte ich gern als Finanzierung von deiner Bank. Die Bank entscheidet dann anhand zwei Sätzen, wie deine Gesamtrate ausfällt. Wenn du jetzt sagst, du hast jeden Monat für die 450.000 mal ein Beispiel 1.000 Euro Kreditrate, setzt sie sich zum einen aus dem Punkt zusammen den Zins, was man klassisch kennt, 1,5, 2%, 2,5% Zins und der Tilgung. Die Tilgung ist quasi der Satz, der dazukommt zum Zins, der die Gesamtrate ergibt. Jetzt ist dort die Frage, wie hoch soll ich denn den Zins nehmen und wie hoch ist denn normalerweise der Zins auch üblich? In der Regel, die Gesamtheit übrigens aus Zins und Tilgung nennt man Annuität. Also wenn ihr das Wort mal hört, nicht wundern, das ist einfach nur die Summe Zins und Tilgung, die die Rate ergibt. Und die Bank will inzwischen, dass man mal ein Gefühl dafür hat, eine Mindesttilgungssatz eigentlich von 2% haben. Im Ausnahmefall gibt es weniger, aber mit 2% musst du rechnen. Bedeutet, bei einem Investment wie in dem Fall von 450.000 Euro, was du für dein Einfamilienhaus brauchst sozusagen von der Bank, musst du schon mal 9.000 Euro pro Jahr bezahlen, bei 2%, damit du die 450.000 Euro tilgst. Jetzt sagen wir mal, die Bank gibt dir einen Zinssatz von nochmal 2%, relativ einfach, sind also nochmal 9.000 Euro pro Jahr, was du an Zinsen an die Bank zahlst. Insgesamt also 18.000 Euro, 1.500 Euro im Monat, das wäre deine Annuität, deine Rate an die Bank. Hättest du jetzt einen Zins nur von 1%, wären es nie 18.000 Euro, sondern nur 13.500 Euro pro Jahr. Dass er immer mal ein Gefühl hat, wie setzt sich denn die Rate zusammen. Wichtig ist hier, wenn ihr das mal irgendwo lesen solltet, anfänglicher Tilgungssatz. Es ist ja nicht so, wenn du jetzt sozusagen tilgst im ersten Monat oder im ersten Jahr die 9.000 Euro, die 2% pro Jahr für die 450.000, dass es dann immer so weitergeht, sondern der Tilgungssatz und der Zins berechnet sich ja sozusagen auf die Gesamtsumme deiner Finanzierung. Wir machen also ein Beispiel, 450.000 Euro ist die Summe, wir bleiben bei dem Beispiel, davon die Hälfte Zins, die Hälfte Tilgung. Bereits nachdem du die erste Rate gezahlt hast, in dem Beispiel, was wir ausgerechnet haben, von 1.500 Euro pro Monat, in dem Moment, wo du die erste Rate gezahlt hast, sind ja 1.500 Euro, 750 Euro Zins an die Bank und 750, was du schon von deinem Haus abgezahlt hast. Das heißt, im zweiten Monat hast du ja quasi keine Restschuld mehr von 450.000 Euro, sondern nur noch von 449.250 Euro, weil du ja schon 750 Euro getilgt hast. Soweit verständlich. Im zweiten Monat bleibt die Rate bei 1.500 Euro, da ändert sich gar nichts dran. Aber jetzt ist der Zins natürlich nur noch auf die 449.250 Euro. Das heißt, der Anteil an Zins sinkt ein klein wenig. Und du tilgst genau den Anteil mehr, weil wie gesagt, die Rate von 1.500 bleibt. Somit ist quasi der Tilgungssatz anfänglich, dem Beispiel bei 2% und steigt jedes Jahr. Und damit bist du auch schneller fertig. Dass man ein Gefühl hat, bei einem 2% Tilgungssatz wirst du ungefähr 36 Jahre brauchen, bis deine Immobilie abgezahlt ist. Also merke, 2% Tilgung, 36 Jahre Immobilie abgezahlt, wenn du es laufen lässt. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich will schneller fertig werden, bei 3% sind es nur noch 25 Jahre. Das ist was, wo ich generell mit gut arbeiten kann. Würde ich zum Beispiel empfehlen, wenn du in ein Eigenheim ziehst, den Tilgungssatz relativ hoch zu nehmen, damit du vielleicht in überschaubaren 25 Jahren fertig mit der Abzahlung deines Eigenheims bist. Zweiter Punkt ist, wie viel Prozent Tilgung macht denn Sinn für dich? Hier möchte ich ganz, ganz wichtig in zwei Dinge unterscheiden. Punkt Nummer 1 ist, willst du selber in der Immobilie wohnen? Punkt Nummer 2 ist, willst du eine Kapitalanlage machen? Warum ist das ein Unterschied? Ganz einfach. Wenn der Tilgungssatz höher ist,
sinkt der Zins. In der Regel kriegst du A, einen besseren Zins und natürlich durch den höheren Anteil an Tilgung zahlst du jeden Monat mit jeder Rate logischerweise einen kleineren Anteil an Zins. Wenn du eine Kapitalanlage hast, das heißt, du hast eine Wohnung zum Beispiel, die du vermietest oder ein Haus, was du vermietest, kannst du die Zinsen 100% gegen die Steuer rechnen. Das ist also eine Geschäftsausgabe, damit sparst du Steuern. Wenn du im Eigenheim selber wohnst, kannst du den Zins nicht geltend machen. Merke hier, ganz, ganz wichtig, Eigenheim, Tilgung hoch, Kapitalanlage, Tilgung runter. Warum? Relativ einfach. Steuervorteil ist Punkt Nummer 1. Und wenn du natürlich weniger tilgst, hast du eine kleinere Rate. Das heißt, deine monatliche Liquidität ist besser. Und mit dem verfügbaren Betrag, den du sparst gegenüber einer höheren Tilgung, kannst du ja die zweite, dritte, vierte Immobilie finanzieren. Ändert es was am Verkauf? Nein, weil das, was du mehr bezahlst, mehr abzahlst, meinetwegen bei einer Kapitalanlage, wenn du es nach 10 Jahren verkaufst, kriegst du ja auch weniger wieder sozusagen. Wenn du wenig tilgst, ist gar kein Problem. Du nimmst ja trotzdem den Verkaufserlös nach den 10 Jahren mit. Einziger Unterschied ist zum Beispiel, du bist Mitte 50, Ende 50 und sagst, okay, ich möchte eine Kapitalanlage machen. Dann wird die Bank natürlich eine höhere Tilgung von dir brauchen und auch verlangen. Und deine Zeit sinkt natürlich. Das merke an Punkt Nummer 2. Je höher dein Lebensalter, je höher sollte auch die Tilgung sein. In dem Alter bis 35 aus meiner Sicht kannst du mit 2-3% tilgen. Bist du älter wie 35, solltest du dann langsam überlegen, zumindest den Tilgungssatz zumindest zu überdenken und auch Schritt für Schritt zu erhöhen. Nächster Punkt ist, wo ich persönlich darauf achte, wenn ich jetzt eine Wohnung in einer Top-Lage kaufe, dort kann ich die Tilgung etwas niedriger nehmen, weil das Risiko ja auch gering ist. Das heißt, A, habe ich relativ sicher immer einen Mieter drin. Und B, kann ich die Wohnung relativ einfach und schnell wieder zu einem hohen Preis verkaufen. Habe ich jetzt eine Wohnung zum Beispiel in der C-Lage, sage ich jetzt mal als Beispiel, wie ich selber habe eine Eigentumswohnung in Döbeln. Das ist irgendwo, man könnte jetzt sagen zwischen Dresden und Leipzig, aber das wäre geschmeichelt für die geografische Lage. Also wirklich ein C-Standort, absolut. Dort ist es so, ich habe einen sehr, sehr niedrigen Kaufpreis gehabt, eine relativ vernünftige Miete und eine Mietrendite von 10%. Das ist natürlich relativ viel. Was habe ich also gemacht? Weil natürlich 10% Mietrendite bedeutet höheres Risiko. Ich habe meinen Tilgungssatz anstatt von 2 oder 3% auf 5% genommen und habe trotzdem einen positiven Cashflow als Immobilie. Also auch hier wieder Hinweis von mir, kannst du dir merken, je höher deine Rendite bei einem vermieteten Objekt, je höher darfst du auch gerne die Tilgung machen. Warum? Kann man ganz einfach mathematisch runterrechnen. Hast du eine Rendite bei einem Objekt von 5% und hast 2% Zins und 3% Tilgung, sind 5%, dann läuft die Immobilie relativ plus minus null. Das Einzige, was du dann noch selber zahlst, sind sozusagen nicht umlagefähige Nebenkosten, die dein Mieter nicht deckt. Hierfür rechne ich deswegen immer 1% mehr. Heißt, wenn ich eine Mietrendite von 5% habe, dann tilge ich mit 2% und 2% Zins meinetwegen 4%, dann ist die Wohnung quasi plus minus null ein Selbstläufer. Im Umkehrschluss mache ich es wieder andersrum. Wenn die Immobilie jetzt wie in Döbeln 10% bringt sozusagen, dann kann ich auch 2% Zins und 5% Tilgung nehmen und habe immer noch einen Überschuss, der mir einen Cashflow bringt. Das heißt, je höher die Rendite, je höher darfst du auch gerne die Tilgung nehmen. Jetzt zum Thema Eigenheim zurück. Wie hoch würde ich die Tilgung beim Eigenheim nehmen? Hier relativ einfach. Schaut euch an, was ihr euch leisten könnt und wollt. Aus meiner Sicht lohnt es sich absolut beim Eigenheim, auch mal eine höhere Tilgung zu nehmen, um schneller fertig zu sein. Wir machen ein Beispiel, du lebst mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen, ihr habt beide ein gutes Einkommen, seid vielleicht Anfang 30, baut jetzt ein Haus. Ihr könnt euch das jetzt leisten sozusagen und auch planbar die nächsten Jahre. Dann nimm lieber etwas mehr Tilgung, verzichte vielleicht auf den einen oder anderen Urlaub oder auf die eine oder andere sinnlose Ausgabe, um dich abzusichern, dass du vielleicht nach 10 Jahren, falls der Zinssatz in 10 Jahren steigt oder 15 Jahren, je nachdem, was du an Zinsfestbindung nimmst, wenn du dann eine neue Bank brauchst, eine kleinere Restschuld hast. Weil wenn du heute mit 2% Zins finanzierst und vielleicht in 15 Jahren der Zins aber bei 4% liegt und du hast wenig getilgt, musst du die komplette Summe dann mit 4% sozusagen ansetzen, Zins plus die neue Tilgung. Und dann kann es sein, dass die Rate so hoch ist, dass du finanziell gar nicht mehr in der Lage bist, das Ganze zu stemmen. An der Stelle ganz, ganz wichtig, je mehr du tilgst in deiner Zinsbindung, das heißt, du kannst heute 10 Jahre planen, je niedriger ist ja das Restrisiko nach 10 oder 15 Jahren in der Anschlussfinanzierung. Das heißt, für Eigenheimbesitzer ganz, ganz wichtig, rechnet euch wirklich aus, was könnt und wollt ihr euch leisten. Nehmt die Tilgung lieber ein Stück höher und minimiert damit euer Risiko. An der Stelle, glaube ich, sehr verständlich. Drittes Thema, auch super spannend, Thema Sondertilgung. Kann man so ein bisschen wie mit der Höhe des Tilgungssatzes überhaupt vergleichen. Ähnliches Beispiel wieder, hast du eine Kapitalanlage sozusagen und willst eine Sondertilgung reinbringen, macht es relativ wenig Sinn aus meiner Sicht, weil du reduzierst ja damit wiederum nur deinen Steuervorteil und gibst wichtiges Eigenkapital, was du für andere Investments nehmen könntest, aus der Hand. Außer aus meiner Sicht nie machen. Wiederum beim Eigenheim ganz, ganz klar, den Zins, den du eh nie absetzen kannst, den sparst du.
Hast du jetzt beispielsweise nach 5 Jahren eine Restschuld auf deine Immobilie von 420.000 Euro und hast meinetwegen eine Sonderzahlung gekriegt von deinem Arbeitgeber, Weihnachtsgeld, was auch immer, und noch ein bisschen was erspart ist und du sagst, hey, ich habe eigentlich gerade 20.000 Euro über, ganz wichtig über, die du gar nicht woanders investieren kannst, weil du gar keine Idee dazu hast, was auch immer, und sagst jetzt, ey, die 20.000 Euro auf dem Konto liegen zu 0% Zins oder im Optimalfall zum Strafzins, könntest du jetzt bei deinem Eigenheim die 20.000 Euro nehmen und einzahlen. Vorteil für dich ist, deine Restschuld sinkt von 420.000 Euro runter auf 400.000 Euro und ab dem Folgemonat nach der Sondertilgung zahlst du natürlich auch nur den Zins auf die 400.000 Euro. Die Annuität bleibt, das heißt, die Rate ist die gleiche, die Zinsen sind weniger, du tilgst also ab dem Folgemonat auch mehr, heißt in der Endkonsequenz, du bist auch schneller fertig mit Abzahlen. Nicht nur wegen der Sonderzahlung, die du abgezahlt hast, sondern auch wegen der höheren Tilgung ab dem Monat der Sonderzahlung. Das heißt, für dich als Eigenheimbesitzer, wenn du keine andere Investmentidee hast, finde ich eine Sondertilgung eine super Sache. Bei der Investmentimmobilie frage ich mich wiederum, wozu soll ich die Sondertilgung machen? Weil Punkt Nummer 1 ist, wenn du Steuern zahlst, das heißt ein gutes Einkommen hast, macht es für dich keinen Sinn, die Steuer irgendwie einzusparen, den Zins einzusparen, den rechnest du ja sowieso gegen. Du könntest ja mit dem Geld lieber was anderes anfinanzieren. Wenn du die Immobilie schnell runtertilgst, heißt es ja auch für dich, je schneller sie abbezahlt ist, je schneller musst du die volle Miete dann versteuern und hast überhaupt gar keine Ausgabe mehr dagegen zu rechnen. Im Verkauf ist es sowieso egal, ob du die Immobilie, die vielleicht in 10 Jahren 150.000 Euro wert hast als Kapitalanleger, für 150.000 Euro verkaufst und eine Restschuld von 100.000 hast oder von 0 ist egal. Natürlich hast du mehr Geld in der Tasche, hast das Geld aber ja vorher auch bezahlt. Das heißt, dein Gewinn ändert sich ja nie. Das Einzige, was du machst, ist, deine Steuer vorher damit zu reduzieren, das heißt, deinen Steuervorteil zu reduzieren und die Liquidität herzugeben, obwohl du vielleicht was anderes damit machen könntest. Auch hier wieder, ehe das Geld natürlich mit Strafzinsen auf der Bank liegst und du sagst, Aktien, Fonds und weitere Immobilien kommen gar nicht in Frage, dann kannst du natürlich auch eine Sondertilgung leisten. Aber aus meiner Sicht als Kapitalanleger eher weniger sinnvoll. Das soll es eigentlich schon gewesen sein zum Thema Tilgung. Wie gesagt, merkt euch ein paar Grundsätze dafür. Relativ easy. Kapitalanleger, wie gesagt, tendenziell Tilgung ein bisschen flach halten, lieber Liquidität, um eine Renovierung durchzuführen, etc. pp. Für einen Eigennutzer Thema Tilgung eher hoch, für Sicherheit, für dich, für später sozusagen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, habt schon gesagt, haut hier unten mal ein bisschen was in die Kommentare. Wie macht ihr selber? Habt ihr irgendwie einen Tilgungsplan? Was haltet ihr für sinnvoll? Diskutiert es gern mit hier aus. Ich bin auf jeden Fall dabei. Und ansonsten, wie gesagt, danke fürs Einschauen. Reinschauen oder einschalten. Ich genieße jetzt noch kurz die letzten Minuten hier in meiner Dunkelkammer. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen. Ich habe immer noch keinen Stuhl zum Kippeln hier, so richtig. Und ja, wir sehen uns einfach nächste Woche wieder beim neuen Video. Immo Rob, Sonntag 18 Uhr und so weiter. Ihr wisst Bescheid.